Friends! Oh mein Gott, Junge, ich bin froh, dass wir das nicht nach Hause schleppen müssen, ne? Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Lina und heute muss ich euch etwas richtig Wichtiges erzählen. Es ist etwas traurig, aber ja. Auf jeden Fall, ich habe ja ein Apple-Gerät und natürlich auch ein Apple-Ladekabel. Und ich war am Mittwoch in der Schule und ich komme dann so nach Hause. Was sehe ich? Mein Kabel ladet nicht mehr. Dann sehe ich Tyler auf meinem Bett und daneben lag auch mein Akkukabel. Was ein Zufall. Dann habe ich halt geguckt, ob das angebissen wurde und ja, es wurde so hart angebissen. Leute, Alter, ich habe mich so traurig gefühlt. Dann habe ich halt von Alina das Kabel genommen und dann hat Tyler es auch kaputt gemacht. Danke, Tyler. Also Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zu Kaufland und endlich ist eine neue Folge Riverdale rausgekommen. In diesen 2 Wochen bin ich so aus dem Riverdale-Fieber gekommen, dass ich jetzt irgendwie gar keine Lust habe, die neue Folge zu schauen. Aber ich muss die schauen, weil ich bin ein Riverdale-Suchti. Das ist immer so traurig, wisst ihr, wenn eine Serie eine Pause macht, eine sehr lange Pause, da hat man irgendwie keine Lust mehr, das zu schauen. So. Wisst ihr, man merkt, dass man diese Serie gar nicht so braucht. Zum Beispiel in diesen 2 Wochen habe ich eine neue Serie gefunden. Also Freunde, der einzige Grund, warum wir in Kaufland sind, ist, dass wir Sachen kaufen wollen für Tiere im Tierheim und diese dann spenden werden. Wir fahren jetzt nicht zum Tierheim, aber ihr kennt alle diese Box, diese rote Paddlebox. Ist eher ein Gitter, aber egal. Und da kann man halt Sachen reinkommen für Tiere im Tierheim. Das denn machen und ja, ist halt ein gutes Gefühl, was Gutes zu tun. So. Ihr wisst alle, was ich meine. Nö. Let's go. 12 Sekunden später. In Soße oder Pastete? Was ist besser? Ich glaube Soße, oder? Dann machen wir weiter mit einer anderen Geschmackssorte. Und das ist mit Rind, Geflügel und Lamm. Also das Fleisch, das ist irgendwie alles. Oh, das ist so schön. Das sieht schon schön aus. Man denkt, wir haben eine ganze Katzenfamilie. Das haben wir auch. Wir haben gar nicht bedacht, passt es wohl in dieses Loch? Oh, 10 Kilo Sack. Für Kaninchen kaufen wir, glaube ich, das da, oder? Haben die wohl Kaninchen? Ah, die haben gar keine Kaninchen. Egal, wenn nicht, dann haben die bestimmt Hamster. Und wenn nicht, dann haben die ein Lama. Ja. Und dann kauft ihr einmal für Vögel noch so ein Premium-Mix-Max. Friends! Oh mein Gott, Junge, ich bin froh, dass wir das nicht nach Hause schleppen müssen, ne? Am Ende haben wir das Ding nicht mehr. Ich frage mich, wie das Hundefutter reinpassen soll. Wenn es sein muss, frage ich jemanden, ob die halt das Schloss da aufschließt. Wir fangen erstmal an mit den kleinen Sachen. Junge, oh, 2 Monate. Wie süß. Ich glaube, die haben keine so jungen Katze. Also Freunde, da das Ding da nicht reinpasst, bringen wir das jetzt vorne an die Info. Und er macht es dann halt irgendwie so, dass wenn die Leute das abholen, dass er das dann auch noch dazu liegt oder so. Und ja, also ja, wir haben jetzt unsere Aufgabe erledigt. Also Freunde, ich habe mir gerade eben spontan ausgedacht, dass ich mir meine Haare blau färben werde. Yay! Also ich habe Angst, dass es in die Hose geht. Also ich mache das alles im nächsten Video. Oh, ich habe so Angst, ne? Also Freunde, ich habe Angst, dass meine Haare so nicht richtig gefärbt werden. Also punktartig werden, sodass ich an manchen den braunen Haare habe und an manchen halt dann blau und so. Oh mein Gott. Ich versuche mir Direct mitzuholen. Falls ihr Erfahrung mit Direct habt, schreibt es in die Kommentare. Freunde, wir machen jetzt kurz eine Instagram-Abstimmung zwischen den 3 Farben. Also Freunde, lila fällt schon mal aus, weil meine Haare nehmen diese lila Farbe nicht auf. Ich habe meine Haare ja schon mal violett gefärbt und man hat es gar nicht gesehen. Deswegen entscheiden wir zwischen Silber oder halt auch Grau und Türkis. Also Freunde, die Instagram-Abstimmung sagt, es wird blau oder auch Türkis. Ich bin so aufgeregt, ne? Ich wollte meine Haare schon immer blau färben oder halt... Schimmelfarbe. Ja, Schimmelfarbe machen. Aber ich habe Angst, dass man das gar nicht sieht, weil meine Haare sind ja schon krass dunkel. Und wenn man das nicht sieht, dann färbe ich meine Haare im Sommer... Schimmel. Rot. Okay. Also Freunde, ich bin sehr gespannt auf morgen und ich habe auch extrem Angst, vielleicht wenn meine Haare dann so blaufleckig oder meine Haare nehmen die gar nicht auf, also die Farbe oder so, ach, I don't know. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.